Es ist das Ergebnis eines Experiments, dem sich die Österreicherinnen und Österreicher als Labormäuse des Multikulturalismus unterziehen müssen, weil es die Politik so will und ausgerechnet jene politischen Kräfte der letzten Jahrzehnte, die so für Feminismus eingestanden sind, also vor allem das linke, progressive Spektrum, der Politik, der Parteipolitik in Europa, dass die Frauenrechte erkämpft hat, dass die Gleichstellung von Mann und Frau erkämpft hat, sind dann nun jene gewesen, die letzten 20 Jahre, die in Wahrheit Nonchalance Hinz und Kunz zu uns nach Österreich gelassen haben, aus kulturfremden Kreisen, und nun ausgerechnet jene Frauen opfern, als Kollateralschäden, junge Mädchen opfern, die sie vorgegeben haben zu schützen, für das, deren Rechte sie eigentlich kämpfen wollte. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet die linke Multikulti-Agenda, die das Nationalbewusstsein eines Landes zerstören muss, am Ende zu Lasten der Frauen geht, zu Lasten der Sicherheit junger Mädchen geht. Ich denke an Anne-Marie in Ulm, die erstochen worden ist. Ich denke an Leonie, die vergewaltigt worden ist, wie ein Müllsack abgelegt worden ist. Ich denke an die vielen jungen Frauen, die entweder durch die Peinigung, durch die Qualen der Vergewaltigung ermordet worden sind, und ich denke an die vielen unzähligen Frauen, deren Seelen ausgelöscht worden sind, denn es kann doch keiner glauben, dass nach einer Vergewaltigung ein normales Leben möglich ist. In Wahrheit hat die Politik sich hier diese Schuld aufgeladen, und wir werden jeden Tag durch so einen sogenannten Einzelfall erschüttert. Wir stumpfen zeitweise bereits ab, und solange wir nicht Stopp sagen, bis hierher nicht weiter, ich bin der Meinung, die Situation ist längst gekippt. Solange wir nicht aufhören, aus kulturfremden Kreisen aufzunehmen, wird sich das nicht ändern, sondern tendenziell nur verstärken. Und irgendwann werden wir es täglich viermal am Tag melden aus unterschiedlichen Kreisen. Im Übrigen, es betrifft nicht mehr die Großstädte, es betrifft den ländlichen Raum, es betrifft das Waldviertel, es betrifft Bischofshofen, es betrifft Salzburg etc. Also wer glaubt, das ist nur Favoritner, Lokalkolorit, Wiener Lokalkolorit einer Stadt, die sich längst aufgegeben hat, einer Shithole-City in manchen Bezirken, ja, der irrt. Jetzt geht es in den ländlichen Raum. Gratuliere zu dieser Weitsicht der österreichischen Innenpolitik. Apropos Politik, da gibt es jetzt einen regelrechten Hammer. Islamische Partei Österreichs will tatsächlich in den Nationalrat einziehen. Was hast du dir gedacht, als du das gestern gelesen hast? Ist die logische Folge dessen, was ich im Übrigen in all meinen Büchern die letzten 5 Jahre geschrieben habe. Im Übrigen in meinem Buch vor 2 Jahren, Freiheit ohne Wenn und Aber, dass der Islam aus meiner Sicht kein Bestandteil Europas sein darf. Warum? Einzelne Muslime sehr wohl. Warum der Islam nicht? Aus einem einfachen Grund, weil der Islam eine zutiefst politische Religion ist, eine zutiefst invasive Religion ist und von ihrem Religionsfundament her nichts anderes will, als sich an die Stelle des Staates zu setzen. Das heißt, der Islam drängt darauf, von seiner puren Ideologie nicht nur den religiösen Frieden zu schenken, den er ohne dies nicht tut, wie wir wissen, sondern quasi einen Staat zu ersetzen und damit die Demokratie zu zersetzen, denn der Islam an sich ist mit Demokratie, ist mit säkularen Staats Modellen, ist mit Rechtsstaatlichkeit nicht in Einklang zu bringen, sondern es folgt die Scharia. So, die logische Folge der massenweisen Aufnahme von Muslimen die letzten Jahre, 400.000, 500.000, in Wien mittlerweile in jeder Schulklasse an der Spitze im Übrigen, Christen sind ins Hintertreffen geraten, in einem christlichen Land, gut, kann man auch darüber hinwegschweigen und es aussitzen, hat zur Folge, dass es Begehrlichkeiten gibt, und eine dieser Begehrlichkeiten ist, dass natürlich in logischer Folge solche Islamparteien entstehen. In Hamburg die Ausrufung des Kalifats, in Deutschland im Übrigen ähnliche Versuche, eine Islampartei zu gründen. Die österreichische Gründung dürfte eher ein Fake sein, eher eine Provokation sein, aber sie führt uns real vor Augen, was passieren kann. Und das passiert. Ich war immer der Meinung, dass wir in Österreich ein Verbotsgesetz haben. Warum haben wir ein Verbotsgesetz? Weil wir Demokratie beispielsweise vor Nationalsozialismus schützen wollen. So, aus unserer Geschichte heraus. Das ist sehr antiquiert, würde ich sagen, weil es gibt in der Menge keine Nationalsozialisten in dem Land, die die Demokratie stürzen wollen, denn die meisten sind bereits verstorben, Staub und Asche und liegen unter der Erde. Also würde ich zum Beispiel das Verbotsgesetz hernehmen und es zum Beispiel um den Islamismus erweitern und ein für alle Mal klarstellen, in Österreich darf es keine religiös motivierte Partei geben. Ausschluss. Gebt Gottes, was Gottes ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Kaiser ist heute die Demokratie. Gott und Kaiser sind zu trennen. Mhm.